In diesem Video bespreche ich die Herleitung der drei binomischen Formeln. Beginnen möchte ich mit der ersten binomischen Formel. Und die Ausgangslage, die wir hier vorfinden, sind zwei identische Klammern, jeweils mit einem Plus in der Mitte als Rechenzeichen. Identische Sachen kann man in der Mathematik zusammenfassen. Das macht man hier. Man schreibt den gleichen Sachverhalt in einer Klammer hin und setzt die Klammer hoch 2. Und damit haben wir zugleich den Ausgangspunkt für die erste binomische Formel gefunden. Was für ein Ergebnis werden wir hier erzielen? Um das herauszubekommen, machen wir am besten die Herleitung der ersten binomischen Formel. Wir beginnen noch einmal mit dem Ausgangspunkt. Wir schreiben beide Klammern noch einmal hin und multiplizieren jede Variable mit jeder in einem ersten Schritt. Machen wir das, a mal a ergibt a hoch 2. Dann b mal a ergibt ab. Warum schreibt man ab und nicht ba? Weil bei Variablen schreibt man immer den Buchstaben zuerst hin, der im Alphabet vorne steht. Und das ist das a. Dritte Multiplikation, a mal b, noch einmal. Und die vierte Multiplikation b mal b ergibt b hoch 2. Jetzt fällt uns Folgendes auf, das zweite und das dritte Glied sind völlig identisch. Ich markiere das mit Farbe. Und das, was wir oben bei den Klammern schon gemacht haben, das können wir natürlich auch hier bei den Variablen machen. Wir fassen zusammen. A Quadrat bleibt. Das zweite und das dritte Glied werden zum sogenannten Mittelstück zusammengefasst, das jetzt lautet 2ab. Und dann noch b Quadrat von oben nehmen wir auch noch dazu. Und damit haben wir das Ergebnis der ersten binomischen Formel gefunden. Es lautet a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Geben wir das Ergebnis oben ein. A Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Und damit haben wir die erste binomische Formel hergeleitet. A plus B, Klammer hoch 2, ergibt eben das folgende Ergebnis. So, das war die erste binomische Formel. Und was ich jetzt euch zeigen will, wenn man eigentlich die erste binomische Formel kann, dann kann man eigentlich auch schon die zweite. Darum schreibe ich jetzt nicht noch einmal alles auf, sondern nehme nur minimale Änderungen vor. Das heißt, aus der ersten binomischen Formel wird jetzt die zweite binomische Formel. Und der einzige Unterschied zur ersten binomischen Formel besteht eben im Rechenzeichen. Statt 2 mal Plus habe ich jetzt 2 mal Minus. Das heißt, ich ersetze überall, wo ich ein Plus habe, in der Angabe durch ein Minus. Und beim Ergebnis ist die einzige Änderung ein Minus beim Mittelstück. Überprüfen wir das in der Herleitung. Auch hier machen wir aus der ersten die zweite binomische Formel. Und natürlich auch in der Angabe. Wenn wir das jetzt ausmultiplizieren, a mal a bleibt a hoch 2, minus b mal a gibt eben minus ab, und a minus b gibt natürlich auch wieder minus ab. Minus b mal minus b ergibt aber plus b Quadrat. Das heißt, der einzige Unterschied zu der ersten binomischen Formel besteht darin, dass wir, wenn wir jetzt das zweite und dritte Glied zusammenfassen, statt dem Plus ein Minus davor steht. Und damit haben wir die zweite binomische Formel gefunden. Wir vergleichen das mit oben, richtig stimmt. Jetzt fällt noch die Herleitung der dritten binomischen Formel. Auch die mache ich direkt aus der zweiten binomischen Formel. Und zwar setzt sich die dritte binomische Formel zusammen aus einmal plus a plus b und einmal minus. Sozusagen eine Mischung von der ersten und der zweiten Formel hinsichtlich der Angabe. Weil ich jetzt natürlich unterschiedliche Klammern habe, kann ich die nicht mehr zusammenfassen. Das heißt, das muss weg. Und hier mache ich vorsichtshalber ein Fragezeichen, weil ich doch einige Änderungen vorgenommen habe. Schauen wir uns an, wie sich diese veränderte Angabe jetzt hinsichtlich der Herleitung auswirkt. Auch hier machen wir aus 2, 3. Aus einem Minus machen wir ein Plus und schauen uns jetzt die einzelnen Rechenschritte an.
a mal a bleibt a Quadrat, a mal minus b bleibt minus ab, aber dann plus b mal a ergibt nicht minus ab, sondern plus ab. Und b mal minus b ergibt minus b Quadrat. Das Wichtigste, was uns hier auffallen sollte, ist, dass einmal das zweite Glied ist minus ab und das dritte Glied ist plus ab. Das heißt, diese zwei Glieder kann man zwar zusammenfassen, aber sie eliminieren sich, weil ich habe einmal einen Pluswert und einmal einen Minuswert. Das heißt, das Besondere an der dritten binomischen Formel ist, es fällt das Mittelstück komplett weg. Und wenn ich das weiß, habe ich natürlich schon eine Rechenersparnis, weil ich muss eigentlich nur beide Variablen quadrieren, also a Quadrat und b Quadrat, und ich setze in der Mitte ein Minus. Und hier haben wir damit auch da das Ergebnis der dritten binomischen Formel gefunden. Es lautet a Quadrat minus b Quadrat. Und das setzen wir oben noch ein. Das Ergebnis der dritten binomischen Formel lautet a Quadrat minus b Quadrat. Somit haben wir die Herleitung von allen drei binomischen Formeln abgeschlossen. Ich kann am Schluss noch einmal alle drei binomischen Formeln aufschreiben. Die erste lautet a plus b zum Quadrat ist a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Die zweite binomische Formel lautet a minus b hoch 2 ergibt a Quadrat minus 2ab plus b Quadrat. Und schlussendlich die dritte binomische Formel, die ich nicht zusammenfassen darf hinsichtlich der Klammern a minus b mal Klammer a plus b, ergibt a Quadrat minus b Quadrat. Somit haben wir dieses Kapitel erfolgreich abgeschlossen. Ich hoffe, ich habe euch mit der Schilderung der Vorgangsweise hier ein bisschen weiterhelfen können. Und wie immer, bis bald hier auf diesem Kanal.